Hey, baby, was your daddy a pilot? Because you are really freaking ugly. What's that, Prince? This is what it sounds like when doves cry. Thought so. Ja, und damit hallo, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam 3. Ja, da haben wir gerade einen neuen Gegner getroffen. Das ist eine Harpie. Ja, und die ist... Ja, wir haben schon auf jeden Fall gesehen, was sie ist. Auf jeden Fall nicht das, was man gerne daten würde. Ich bin mir sowas von sicher, dass YouTube dieses Video ab 18 plus machen wird, weil da Möpse gezeigt wurden. Da wurden Möpse gezeigt. Oh Mann, ey. Ja, so kann man sagen. Was für Titten. Ja, Serious Sam ist eines von diesen Spielen, das keine Angst hat, so ein Humor in Videospielen zu zeigen. Es gibt auch andere Spiele, die heutzutage sowas auch machen, aber... Der Großteil von denen hat Schiss, sowas zu zeigen, weil, ja, wir wissen den Grund. Ich sag nur eins. Ich hoffe sehr, dass, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dieser ganze Kindergarten dann bald sein Ende nimmt. Dieser Sex-Appeal von weiblichen Charakteren in Videospielen, er kann einfach nicht ausgelöscht werden oder jetzt zensiert werden. Er wird immer da sein. Er war, ist und immer und wird immer da sein. Und dieser ganze Versuch, die zu zensieren, weil es ja nicht höflich ist, etc., etc., ist pure Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Wird nicht klappen. Wie gesagt, wird nicht klappen. Solche weiblichen Videospielcharaktere gab es, gibt es und wird es immer geben. Das kann man nicht ändern. Die Zensur wird da auch nicht helfen. Vertraut mir. Diese Harpien gibt es hier tonnenweise. Gegen die Harpien wird am meisten die doppelläufige Schrotflinte oder die Raketenwerfer empfohlen, weil damit kann man die am besten ganz schnell ausschalten. Mit dem Maschinengewehr könnte es auch einigermaßen klappen, aber da muss man ein paar Kugeln auf die noch mehr zerschießen, für den Fall, falls sie das überleben. Mit der normalen Schrotflinte wird es zwar auch gut klappen, aber da muss man auch ab und zu mal auf die draufballern. Also am besten entweder mit der doppelläufigen Schrotflinte aus richtiger Nähe, aus ganzer Nähe, oder mit einem Raketenwerfer die einfach erledigen. Es sei denn, man hat dann später auch effektive Waffen gegen die, dann kann man die auch einsetzen. Aber so am Anfang empfiehlt sich das mit dem Raketenwerfer oder mit der doppelläufigen Schrotflinte.
Irgendwo hier ist noch ein Gegner. Da kommt es schon. Okay, das waren alle. Na, wohl doch nicht. Nothing says, honey, I'm home, like a stick of dynamite. Honey, I'm home. Jesus Christ, Sam, do you have to blow everything up? As a matter of fact, I do. So kann man sich auch den Weg frei machen. Einfach alles in die Luft jagen. Wird eh jetzt keinen mehr jucken. In der Stadt gibt es auch keine Menschenseele mehr, außer Sam. So, wenn ich mich nicht irre, gibt es hier auch einen weiteren Secret, der auch nicht so leicht zu erreichen ist. Aber ich kann es gerne versuchen. Ja, die doppelläufige Schrotflinte habe ich schon. Kommt her, Jungs, kommt her. Ich habe genug für alle da. Blöde Clears. So, wo ist dieser Secret jetzt hier? Ich kann mich auf jeden Fall daran gut erinnern, dass er hier war. Oh, poor baby. Did someone step on your anthill? Das sind jetzt diese Mini-Skorpione. Die sind zwar nicht so gefährlich wie die großen roten Skorpione, aber die können auf jeden Fall hier schon mächtig Schaden anrichten, wenn man nicht aufpasst. Vor allem, wenn es die in Massen gibt, vertraut mir. Da könnt ihr auch auf jeden Fall schon richtig großen Ärger machen. Wenn ich mich nicht irre, war er irgendwo auf dem Dach, dieser Secret. Weil den kenne ich hier sehr, sehr, sehr gut auswendig. Ja, da kommt noch mehr.
Kann sein, dass es hier auch war. Nochmal. Ja, in diesen Secret anzukommen ist so eine Sache. Nervige Sache, besser gesagt. So, jetzt muss ich hier rüber. Dann dahin. Ja, mit dem Springen ist es hier nicht so einfach. Komm schon! Sobald man oben auf diesem Ding da steht, da muss man sofort dann wieder Sprung drücken. Weil ansonsten kann es passieren, dass Sam dann ausrutscht und dann nach unten fällt. Da muss man richtig ganz schnell agieren. Geschafft. Da ist sie. Die Kanone. Die stärkste Waffe in dem gesamten Spiel. Und auch Smoke. Wer ist Smo? Kilroy war hier. Ach so, Kilroy war hier und auch Smo. Okay, wer auch immer Smo ist. Auf jeden Fall, diese Kanone ist die stärkste Waffe in dem gesamten Spiel. Sie macht fast alle Gegner One-Hit-Kill. Bis auf ein paar sehr starke Gegner. Aber so... Die große Hälfte der Gegner in dem gesamten Spiel macht sie komplett One-Hit-K.O. Wir werden im späteren Spielverlauf noch mehr Munition für die Kanone finden. Und da werden wir richtig ausrasten, vertraut mir. Da werde ich richtig mit der Kanone ausrasten. Dann gibt es dort Hackfleisch ohne Ende. Da ist schon zum Beispiel auch die Munition für die Kanone. So, jetzt zu der Munition. Komm schon. Mann.
schon. Das muss doch klappen. Okay, sieht gut aus. Ja, perfekt. Kanonenkugeln. Übersetz mal das Ding. Okay, will nicht. Versteckten Laser gefunden, das ist sehr gut. Das ist ein interessantes Graffiti auf jeden Fall. Ach, wir sind doch... Wir sind am Anfang der zerstörten Brücke angekommen. Druck auf zu viel. Noch mehr. Das ist für dich. Ja, C4 nimmt keine Gefangene. Mehr.
Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier gleich mit... Geht zum Teufel, EDF. Okay, da ist jemand nicht ganz zufrieden mit uns. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier gleich mit einer richtig großen Welle von Aliens zu tun haben werden. Weil es gibt hier zu viel Munition zu sammeln. Hm? Wo? Da kommen die schon. Pünktlich zur Party. Donnerwetter. Das war mega cool. Na toll. Die Selbstmordattentäter.
Die haben scheinbar einfach nicht genug, was? Mistviecher. Gibt es ein Secret, das weiß ich. Da ist es. Versteckte Klapsmühle gefunden. Ach du verdammte Kacke. Oh, Mist. Ja, einige Secrets beherbergen ein paar böse Überraschungen. Da haben die Entwickler auch ein bisschen nachgedacht.
Donnerwetter, ich dachte schon, ich werde hier mit einer unbegrenzten Anzahl von Aliens hier gerade angegriffen. Beinahe dachte ich, es gibt kein Ende mehr. Ich weiß nicht, wie viele ich hier schon vernichtet habe, ey. Ich glaube über 100. Vielleicht sogar mehr. Gut. War klar, wir bekommen es hier mit Havian zu tun. Ist noch eine. Leck mich, Sam. Das ist alles deine Schuld. Ja, danke schön. Ich versuche hier gerade die Menschheit zu retten. Und die sagen so, ach, du kannst uns mal. Nett. Das waren alle. Oder wohl nicht. Da sind noch ein paar. Boah, meine Güte, wie viele von diesen Habieren gibt es da? Ist noch eine. Perfekt. Was zum... Oh, verdammt. Alles klar, ein Bossfight gegen diesen Raumschiff der Aliens. Not enough room in this town for both of us, partner. So sieht's aus. Alles klar, wenn er auf die Fresse will, gerne.
enough room in this town for both of us, partner. Belong to us, motherfucker. Quinn, you read me? Loud and clear. Just encountered a warship. Scared it off, though. Huh. They're escalating. Tell me something I don't know. Sorry, just thinking out loud. The scientists were able to decipher a map. Apparently, there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. The map calls the pyramid the tomb that hides a tomb. Ah, mumbo jumbo, my favorite. Here's the weird thing. There's no direct way in. The map just shows this isolated bubble. The words on it say, the Sphinx is the key. Whatever that means. I think it means the Sphinx is the key. Now, if you'll excuse me, I'm off to blow up a big stone kitty. Sam, the scientists are almost positive we can figure out a solution. Tell them I already thought of one. Sam, you can't blow it up. It's a priceless artifact. They'll just have to build me. Sam, this is ridiculous. You can't... Alles klar, wir kommen auf jeden Fall diesem Rätsel schon ganz nah. Ja, aber das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part erfahren, liebe Zuschauer und Abonnenten. Also, schaut auf jeden Fall beim nächsten Part bei Let's Play Serious Sam 3 ein. Dort werden wir erfahren, was es mit diesem Rätsel und der Sphinx dann auf sich hat.